Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep. Eine neue Folge nach langer Pause, denn mich hat so ein bisschen dahingerafft. Nein, nicht dahingerafft, ist ja Quatsch. Aber ich lag so ein bisschen flach und konnte deswegen nicht aufnehmen und jetzt seht ihr hier eine neue Folge. Wir sind immer noch in dem neuen Spielstand und in der letzten Folge hat uns ja da hinten die Insel des Todes ganz schön zugesetzt und wir haben doch einiges an Energie verloren. Ich habe mich jetzt mit der Pipi Plant habe ich mich geheilt, denn ich war ja vergiftet. Ich bin gesund. Das ist schon mal gut. Wird, glaube ich, auch neu angezeigt, oder? Dass man gesund ist. Statuseffekt gesund? Weiß ich nicht so genau. So, ein bisschen Leben fehlt uns noch. Aber eigentlich sieht es so ganz gut aus. Ich würde sagen, wir machen uns erst nochmal was zu essen. Beziehungsweise vielleicht machen wir uns auch direkt so einen Räucherofen. Vielleicht haben wir ja das Material zu da. Ich weiß gar nicht, was wir alles da haben. Ich bin noch so irgendwie aus dem Spiel raus im Moment. Aber wir werden es gemeinsam erleben. So, wir schauen mal. Haben wir denn noch Plane? Weil ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall eine Plane, um uns den Räucherofen zu machen. Aber ich meine, dass wir die Plane hier für die Wassersammler hier aufgebraucht haben. So, ich glaube, das war unnötig, aber das kennen wir ja schon. Ich überlege gerade, die Insel ist natürlich ziemlich tricky dort, in dieser Richtung. Welche Richtung ist das eigentlich nochmal? Das ist Südwesten. Lass mich kurz mal überlegen, Südwesten, okay, weil wir haben Richtung Norden, haben wir die Originalinseln, meine ich, und Südwesten, Südosten, Süden und so weiter sind die gemotteten Inseln. Jetzt ist es hier, jetzt schon wieder dunkel, wie viel haben wir denn? 1745, perfekt. Oder nicht perfekt. So, hier haben wir ein bisschen Leder, hier haben wir so ein bisschen Bauteile. Hier hat man angefangen, den Steg zu machen, in dem wir dann zukünftig anlegen werden. Beziehungsweise werden auch hier ein Haus drüber bauen, damit wir da ein bisschen Platz haben. Und ich denke mal, ich werde mir mal was zu essen besorgen. Feuerstelle hatten wir doch, oder? Hier links daneben, meine ich. Einen hatten wir noch nicht. Was? Noch keine Feuerstelle? Doch, hier. Ist nur ziemlich runtergekommen. Da können wir mit Steinen noch erweitern, wenn wir dann welche finden. Ich weiß gar nicht, wie viele Steine, das ist eine Kokosnuss, das war Quatsch. Wie viele Steine notwendig sind, um diesen Kranz um das Feuer zu legen. Den Steinkreis, würde Serendipity sagen. Aber zur Not lege ich mich jetzt einfach erstmal schlafen, damit es erstmal wieder Tag wird, oder? Sind hier Möwen? Ah ja. Okay, es gab auch nochmal ein Update. Die experimentelle Version hat nochmal ein Update erhalten. Ich muss aber sagen, ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, was jetzt da für Neuerungen drin sind oder was gefixt worden ist. Deswegen schlafen wir jetzt erstmal. So. 5.25 Uhr. Demnächst müsste dann auch die Sonne wieder aufgehen. Und ich glaube, ich sammle jetzt erstmal alles ein, was hier rummacht. Wir sollten uns auf jeden Fall noch ein Gegengift machen, damit wir im Notfall so ein Ding dabei haben, weil das war beim letzten Mal das Problem, dass ich schnell zurück musste, bevor mich das Gift der Schlange oder was mich da weggerissen hat, entsprechend nach unten zieht. Ich weiß nicht, waren auf unserer Startinsel Tiere? Ne, ich glaube nicht, ne? Also ich glaube, auf so einer Startinsel hat es keine Tiere. Okay, pass auf, dann nehmen wir jetzt erstmal das Messer in die Hand, weil die brauchen wir mit Sicherheit. Einmal zum Kondensieren, zum Wassersammler befüllen. Wobei wir haben ja ordentlich Palmen auch drauf. Also es ist natürlich auch, oh, Mond geht unter, das heißt da drüben geht die Sonne auf. Es sieht natürlich wieder hübsch aus. Ja, schön wieder hier zu sein in der Wärme. Ich hatte doch wirklich über eine Woche lang Fieber. Oder sagen wir über 5 Tage sozusagen. Und das war echt nicht schön. Wenn du trotz 3 Decken hier rumschlotterst. Nehmen wir alles mit, denn die Dinger wachsen ja wieder nach. Also da werden wir eine nahezu unendliche Quelle haben. Irgendwo müsste es hier auch noch eine Pipi-Plant geben. Ich weiß aber nicht mehr, wo das war. Was haben wir denn hier? Hier ist eine Aigua oder sowas. Da ist eine Pipi-Plant. Sehr schön. Dann können wir uns nämlich jetzt mal schnell noch ein Gegengift machen. Bevor wir das vergessen. Wir werden mal ein paar Sachen ablegen. Und ich hole mir jetzt erstmal eine Kokosnuss, dass ich hier so eine so ein Gegengift herstellen kann. Du kommst mit.
Achso, ich kann das ja aus dem Inventar auch rauswerfen. So. Wo ist es denn? Das wollte ich herstellen. Jetzt haben wir ein Gegenmittel. Sehr schön. Dann haben wir das nämlich schon mal als Vorrat dabei, dass wir hier nicht bei kaputt gehen. Hier sind auch Steine. Sehr geil. Ja, das sind keine, aber den können wir noch abbauen. Eine Kartoffelpflanze, sehr gut. Können wir direkt anpflanzen. Ich würde sagen, Beete. Haben wir denn Bretter hier? Dann können wir das schon mal machen. Eins. Oder sind das zwei? Ne, sind zwei. Und einen Bauhammer haben wir auch. Und dann müssten wir rein theoretisch, wenn wir den Hammer in die Hand nehmen. Wo sind die Beete? Da. Flankenbeet. Wieso? Muss ich Level 4 sein oder was? Eine Hacke. Ah, da war die Hacke. Das war gar nicht der Bauhammer. Alles klar. Gut. Hacke. Ja, machen wir halt eine Hacke, ne? Weil umso früher wir jetzt anfangen, Sachen anzupflanzen, also Kartoffeln anzupflanzen etc., umso eher haben wir dann auch Sprit für die späteren, ja, Ausflüge mit dem Boot oder sowas in der Art. Auch wenn das nicht sehr effektiv ist, weil die Segel effektiver sind, aber ihr wisst schon warum. Gehört ja zum Spiel dazu. So. Eine einfache Hacke. Da brauchen wir noch ein Seil. Können wir noch eins herstellen? Können wir nicht. Warum nicht? Weil wir nur noch zwei haben. Gut, pass auf. Ein bisschen das Inventar leer machen. Und dann holen wir uns noch. Da haben wir noch einen. Hier haben wir noch ganz viele. Und einen auf Tasche. So, jetzt müssen wir noch eigentlich... einen scharfen Stein. Haben wir noch irgendwo einen Dachstein? So. Hacke am Start. Zwei Bretter am Start. Und jetzt können wir das Beet setzen. Das lassen wir kurz überlegen. Da ist unsere Hütte. Wo machen wir die Beete hin? Ich würde sagen, hier drüben. Hier so. Ein bisschen entfernt, hier vielleicht so davor. Ja, das ist eine gute Stelle. So, dann kommt das erste möglichst gerade hier so davor. Sehr gut, dann holen wir uns die Kartoffel, würde ich sagen, und pflanzen die schon mal ein. Ich glaube, wir brauchen das hier gar nicht. Ah, sieht ein bisschen komisch aus, aber liegt daran, dass der Untergrund so unrund ist. So, jetzt das Problem mit dem Bepflanzen. Ich bin mir nicht sicher, können wir uns aus einer Kokosnuss so ein Flask machen? Können wir damit auch? Also können wir mit diesem Behälter auch gießen? Haben wir denn noch? Eins haben wir noch. Das ist das Gegengift. Das heißt, wir müssen nochmal ein Seil herstellen. Ne, wir hatten doch noch Seile, oder? Ist nicht mehr als eins. Da ist übrigens noch ein scharfer Stein dazwischen gewesen, den ich habe fallen lassen. Okay. Nicht lang schnacken, Neues machen. Seile können wir sowieso nicht genügend haben. So, jetzt haben wir wieder zwei. Entschuldigung. Erkältung ist noch nicht ganz weg. Da haben wir einen, da haben wir nämlich auch die Kokosnuss im Blick gehabt. Jetzt probieren wir das doch mal. Können wir das hier aufnehmen? Kann nicht mehr Wasser aufnehmen. Okay, das geht anscheinend nicht. Wobei es ja ein logischer Behälter ist, ne? Das ist ja blöd. Okay, pass auf, dann lassen wir den hier nochmal liegen. Da können wir uns gegebenenfalls noch ein Gegengift draus machen, das wollte ich sagen.
Und dann droppen wir hier erstmal unseren ganzen Kram. Den Hammer können wir. Ne, den wollte ich droppen. Axt ist gut. Eine Spitzhacke für Lehm, ne? Damit wir da an diesen Lehmofen rankommen. Wir fahren erstmal auf eine andere Insel und gucken, dass wir noch ein bisschen looten gehen. Wo habe ich die Speere hin? Okay, die scheinen gar nicht zu stacken, die Speere. Das ist auch interessant. Gut, prinzipiell würde ich aber gerne einen Floß haben, weil das Gepaddel ist einfach nur nervig. Also sollten wir uns vielleicht erstmal hier auf die Boote konzentrieren. Dann können wir das Gegengift erstmal prominent hier platzieren. Und tauchen erstmal die ganzen Boote ab, oder? Habe ich das schon gemacht? Ich weiß nicht mehr. Wir gehen einfach mal los. Nee, lass uns erstmal ein anständiges Floß basteln. Da haben wir schon Schwimmkörper. Die können wir auf jeden Fall... Ha? Wow. Die hat aber rumgezappelt, die Kiste. Luft holen. Jetzt auch noch eine Kiste. Jetzt schwimme ich nochmal in die andere Richtung. Auch noch eine Kiste. Das sind Deko-Fässer. Das sind keine wirklichen Fässer. Ich sollte mir angewöhnen, abzuspeichern. Oh, da. Da nicht hoch. Das scheinen keine Bretter zu sein. Ne, das sind keine zum Einsammeln. So. Die Bälle da vorne, die hole ich jetzt gleich. Ich will erstmal mal die Kisten loswerden. Es waren jetzt auch einige, die auf dem Schiff zu finden waren. Vier Stück. Das ist ja mal richtig nice. Ein Fishing-Spear. Geil. Bleche, noch ein Hammer, noch ein Kompass, noch Bauteile, das hat sich ja richtig gelohnt. Okay, bevor wir jetzt hier wieder anfangen zu bauen, gehe ich noch einmal looten und hole mir die Bälle. Weil ich glaube, die kann man ja ins Inventar packen. So still und keine Musik. Eigentlich der Moment, wo der Hai kommen wird. Moment, was sieht's? Oh, Essen, ja, Essen. Okay, Essen, dann weiter looten. Wir brauchen auf jeden Fall so einen Räucherofen. Das ist am besten und effektivsten. Haben wir denn jetzt hier noch eine Plane drin? Nee. Leider nicht. Okay, pass auf. Hier probiere ich jetzt auch mal mit dem Rechtsklick ablegen, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall effektiver. Stopp. Ich hinter die Kisten. Oh. So. Ja, perfekt. So, dann nochmal da hinten rein. Oder erstmal essen. Erstmal essen. Dann kann das schon mal durchbraten, während ich am Looten bin. Obwohl, ich krieg sowieso nur zwei Fische aufs Feuer, ne? Und dann werde ich nochmal zu den anderen Wracks rausschwimmen. War's schon? Na gut, wird reichen. Perfekt. Nehmen wir hier die Sardinen auseinander.
Wie der da immer rum... Ja, wie er immer rumstochert. Wenn du ein Messer so in so einem Fisch rumwühlst, ist vom Fisch nichts mehr übrig am Ende. So. Mal gucken, ob wir die anderen beiden auch noch da gestapelt kriegen. Nicht runterfallen. Ups. Und nicht verbrennen. Nein. Springt das Ding da drüber weg. Sehr schön. So, Essen ist angesetzt. Trinken. Okay. Haben wir doch nicht genügend Palmblätter. Na komm, ich. Eine Palme geht. So oft brauchen wir Palmblätter jetzt zum Glück auch nicht. Ups. Dann würde ich sagen, können wir die Grundlage setzen für uns los. Kein Behälter, weil wir wollten eigentlich tauchen. Dazu bräuchte man wieder eine Spitzhacke. Aber jetzt machen wir doch erstmal. Wo dann verbrennt die, verdörrt die Kartoffel da hinten, ne? Können wir denn eine Spitzhacke schon machen? Na, das ist aus Essen fertig. Da. Zwei Schaufelsteine, zwei Leder, ein Holz. Das müssten wir hinkriegen. Sogar komplett gehen. Ja. Sehr nice. Können mich ja auch nach Lehm tauchen gehen. Und jetzt gehen wir erstmal hinten in Tauchen. Und gucken mal, was sich an dem großen Schiff noch befindet. Wahrscheinlich Kollege Hai und Rochen. Lichteinfall. Boah. Das ist ja sehr mau. Lehm gibt es hier auf jeden Fall. So, gehen wir hier mal rein. Luft. Da war doch eben Lehm. Ich glaube, 5 Stück sind es immer. Mich da nicht täusche. Na, hi. Wir haben so einen Schatten über mir. Wir ersticken gleich. So, ich habe jetzt 4 Stück. Ja, in dem ist nämlich der Hai. Irgendwo da muss er rumschwimmen. Wenn die Dramamusik hier kommt. So, ich würde sagen, dann nutzen wir das Feuer, bevor es noch, wenn es noch brennt, aus, um noch ein paar Sardinen drauf zu machen. Oh, das waren keine. Na? Mehr. Die kriegen wir auf jeden Fall drauf, das haben wir ja eben schon gesehen. Oh, it's disgusting.
So. Nicht rumzappeln. Was ist das? Wie so eine Motte. Eine Fleischmotte. Jo, sehr gut. So, für den Ofen brauchen wir definitiv Stein. Daher verprügeln wir jetzt mal hier die Steine. Also sogar 6 Stück. Nicht, dass beim Leben es auch 6 Stück waren. Aber es ist eine sehr gute Startinsel, muss ich sagen. Alles am Start. Pipiplant. Gut, die haben wir zur Alten ja auch gehabt. Wir haben die Felsen. Der Lehm an dem Boot ist auch ein schöner Spot, weil wir wissen, dass da müsste eigentlich der Lehm auch wieder respawnen, meine ich. Ich meine nämlich, dass auch diese Felsvorkommen oder halt auch noch Lehm entsprechend respawnen. Oh, eine Kartoffel. Oh, nee, die muss ich da lassen, sonst verdörrt die mir. Ich brauche unbedingt jetzt langsam dieses Gefäß. Wir gucken jetzt mal kurz, was dieser Ofen, dieser Brennofen, was der braucht. Ist der Ofen? 6-mal Lehm. Ah, ist das denn der? Haben sie da nochmal die Form geändert? Ja, das scheint der zu sein. 6-mal Lehm und der Rest sollte kein Thema sein. Gut. So, 4-mal Lehm. Steine werden wir auf jeden Fall hier mal. Die Axt kann ich auch erstmal droppen. Wird schon wieder dunkel? Nicht dein Ernst. Okay, dann gucken wir mal, ob wir einmal irgendwie Lehm bekommen. Waren wir hier schon auf dem Boot? Haben wir das schon? Ah, da sind auch noch Schwimmkörper. Die sollte man auf jeden Fall auch mal holen. Ich hoffe, ich kann die mit dem Messer losmachen. Ja. Nee, können wir immer noch nicht. Können wir immer noch nicht so mitnehmen. Hm, hier geht's auch nicht hoch. Waren wir hier schon drin? Ich mach die Tür auf. Ich glaube. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Was war das? Okay, einreifen. Holen wir die noch rüber und dann haben wir schon mal 2 Schwimmkörper. Kann die auch irgendwie. Oh. Okay, machen wir so. Man nimmt mich nicht immer aufs Boot drauf. So, man konnte die auch irgendwie werfen, meine ich. So. Na, jetzt geht das Licht schon wieder aus. So. Ja, lassen wir das erstmal hier liegen. Können wir uns ja später noch was draus basteln, beziehungsweise einen Schwimmkörper bauen. Da brauchen wir noch ein bisschen Seil für. Jetzt ist es schon wieder dunkel. Wir sind auch schon bei 25 Minuten. Guck mal. Sehr schön. Bevor uns hier der Kram verbrennt. Kocht. Ist schon gekocht. Sehr schön. Dann würde ich sagen, einmal speichern. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Und dann werden wir anfangen, das Floß zu bauen. Und ich glaube, wir haben auch schon ein bisschen Blech gehabt, um da das Oberdeck zu basteln. Und ich denke auch mal, dass der Bug gefixt sein müsste, dass man die Bauteile vom Floß nicht mehr abbauen kann. Das war nämlich ein Bug, das haben die Entwickler auch bestätigt. Und das sollte dann auch entsprechend behoben sein. So, ich würde sagen, gute Nacht, bis zur nächsten Folge. Tschüss.